als Tipp kann ich euch sagen, kauft euch eigentlich immer zwei verschiedene Töne. Ihr könnt sie so eigentlich immer super gut mischen. Das Schöne an Foundation ist, ihr könnt alles miteinander mischen. Nachdem ihr die Foundation gemacht habt, benutzt direkt schon Puder, um die Foundation zu fixieren und nehmt gerne direkt zwei verschiedene Töne. Einen hellen für unter die Augen, für dieses T-Stück. Fixiert es, pudert es leicht ein bisschen ab. Und dann nehmt ihr direkt einen dunklen Ton und kaschiert euch das direkt etwas leicht. Für Contouring benutze ich sehr gerne Cream Blushes. Sie sehen einfach viel, viel natürlicher aus. Ganz leicht, ganz nudig, einfach um das Auge ein bisschen zu öffnen, damit es schön strahlt.